Warte mal, warte mal, warte mal. Bevor wir jetzt diesen Anzugvertrag neu starten, möchte ich wissen, was der Weltmarkt kostet. Kann ich das kurz abschließen? Dann können Sie fortfahren. Das sind die Anzüge. Sie sind stark gestiegen seit letztem Mal. Gut, dann können wir den Vertrag neu abschließen. Genehmigt. Die Route ist okay. 8600. Wie sieht's mit Ich kenne diese Marktberichte, also fassen Sie sich kurz. Wie lange ist diese letzte Wertung her? Das ist jetzt die Frage. Oh, das war vor ein paar Stunden. Mist, da hätten wir handeln sollen. Ach, Gott. Bohnen, es geht alles hoch. Bots, es geht alles hoch. Oh Mann. Neuronale Schaltkreise, aber Droiden wird wahrscheinlich... Ja. Quantencomputer schmieren ab. Also Sauerstoff wäre momentan extrem gut. Die sind alle extrem abgesunken. Aber Sauerstoff wäre momentan ziemlich cool. Haben wir da was übrig? 7. Mit 7 decken wir nicht mal die Kosten der Route ab, ganz knicken. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr positive Bilanz. Das heißt, wir werden den Vanha eben nochmal ein bisschen ausbauen und mal schauen, was wir da alles tun können. Es hat ja immer geheißen, Anno wäre so leicht. Also, 2205, die Bilanz zu halten und so. Warum habe ich denn so eher Probleme damit? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass da momentan so wenige Kommentare auftauchen und so. Das ist irgendwie, weiß nicht, seit Januar, seit ich so viel streame auch, sind die Kommentare im Prinzip, ja, non-existent. Das finde ich ehrlich gesagt schade. Klar, ich kann nicht wirklich was dagegen machen, aber ich finde es halt trotzdem schade. Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ah, jemand interessiert sich für meine private Forschung. Hier kann ich aber auch noch einzelne Häuser bauen, okay. Denen mangelt es halt an Pharmazeutika. Lass mich raten, habe ich nichts mehr übrig. Nein, warum auch? Also mal so schauen. Kundenkomputergeheimhaltung. Stimulantien sind das ja. Du hattest genug Gelegenheiten, dich uns anzuschließen. Und da du es nicht getan hast, musst du jetzt bezahlen. Wieso sollte ich Aufträge für einen Gegner erledigen, so wie noch immer nicht gestellt? Zu tragen. Und Iris ist ihr Auftrag. Ja, ist klar. Das ist mein Job, die Dinge in Frage. In meinem Labor. Da fällt sie mir kaum auf. Allwetterparkers. Nein, der ist doch irgendwo produziert. Ja, da. Braucht schon wieder der Song.
Diese Seide produziere ich hier. Ich hoffe mal, dass ich, was ich jetzt mache, ist kein Fehler. Nein. Bis jetzt nicht, okay. Ich kann jetzt rausheben hier rüber. Puh. Die Flechten sind natürlich so ein gemäßigter, dann habe ich noch was übrig, okay. Jetzt auch noch und da auch. Alles noch abgedeckt. Gut. Sehr gut. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wenig Smart-Drohnen. Wir brauchen schon Smartphones, wir haben Smart-Drohnen. Yay. Die Flex-Plantage hier arbeitet ausreichend. Nano-Bots-Drohnen. Wo produzieren wir die eigentlich? Drohnenstock, da schau an. Brauchen wir dieses jene Nano-Chips genannt und dieses jene Kobalt genannt. Haben wir beides noch eins. Steht halt auch sehr ungünstig zur Produktion. Was haben wir hier noch? Biopolymer, Gemeindezentrum, das steht alles so ungünstig hier. Oh Mann. Diese Ölraffinerieplantage hier rüber. Wir brauchen Platz, wir brauchen mehr Platz. Damit habe ich viel zu wenig Kobalt. Und sie setzt nur Staub an. Das ist eine Schande. Kobalt importieren wir hier, glaube ich, oder? Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Das ist eine saublöde Idee, dass wir hier Kobalt importieren. Die Route kostet uns 200 gerade. Okay, wir müssen sie aber wahrscheinlich bald ausbauen und das... Gott, wie blöd. Wo ist ein Bergwerk? Da ist eins. Ha, durch den Sumpf kann ich natürlich nicht weiter. Yay. Oh Mann. Bergwerk. Ja, recht viel mehr werde ich hier nicht finden. Ich muss da hinten den Sumpf trocken legen. Es bleibt nichts anderes übrig. Ich brauche das Kobalt. Superlegierungen. Okay, da habe ich noch ein paar da. Fährt die Route konstant von den Superlegierungen oder ist die... Ja, die fährt konstant. Gut. Gut, 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 gut. Ich habe natürlich auch wieder Gesprächsthemen ausgesucht für heute, aber ich wollte ehrlich gesagt... Dann habe ich halt Twitter durchgesehen, nach aktuellen Nachrichten und so, oder nach aktuellen Posts von anderen YouTubern oder Streamern oder whatever. Bin ehrlich gesagt draufgekommen, gut, irgendwie ist da nicht so viel. Da ist jetzt nichts irgendwie dabei, was jetzt wirklich plaudernswert wäre, außer eventuell etwas Diskussions... Würdiges, sage ich jetzt mal, aus der Religionspolitik. Also zwei Themen, die ich eigentlich sowieso eher vermeiden wollte in letzter Zeit. Das betrifft momentan die Flugzeuge beziehungsweise Fluglinien. Und zwar ist es so, dass die französischen und österreichischen Fluglinien, ich tippe mal auch stark darauf, dass die Deutschen jetzt auch machen, bei sogenannten, erst war ich skeptisch. Ja,
bei sogenannten Flügen in die Wirrnis genannt. Die hatten irgendwie einen ganz eigenen Namen dafür, das fand ich irgendwie so krass. Auf jeden Fall bei Flügen nach Iran, Irak oder so, steht ja mit islamischem Hintergrund halt. Eigentlich islamischer Vordergrund, weil islamischer Hintergrund klingt irgendwie so, ach, das ist eine Randgruppe. Aber nein, das ist die Hauptpartei da. Und zwar wollen die den Flugbegleiterinnen und Pilotinnen und eventuell anderen Angestelltinnen, also allen Frauen, auf diesen Flügen so Kopftücher und schwarze Mäntel zur Verfügung stellen. Ihr habt richtig gehört, zur Verfügung stellen. Wo ist jetzt genau das Problem? Man achtet damit die Kultur des jeweiligen Landes, in diesem Fall halt Irak, Iran oder was auch immer da gerade angeflogen wird dann. Oh, das ist ein bisschen Energie knapp dann. Und an sich und rein theoretisch könnte alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber nein, kann es nicht. Weil, jetzt kommt der Überburner, das habe ich überhaupt nicht gerafft, eine französische Frauenrechtsorganisation, jetzt kommt der Spaß dran, beschwert sich darüber. Wieso baue ich das hier eigentlich aus? Beschwert sich darüber, also Vorproduktion für Dinge. Beschwert sich darüber, dass die Frauen damit in ihrer. Dass die Frauen dadurch in ihrer Freiheit eingeschränkt werden würden. Ich bin so genial. Und dass das gegen die Prinzipien der Meinungsfreiheit etc. bla verstößt. Die westliche Frau sei zu weit fortgebildet, um sich davon was sagen zu lassen. Jetzt bin ich nicht unbedingt der Rechtsexperte schlechthin. Jeder, der jetzt weiß, wie ich zu gewissen Themen stehe, kann sich jetzt bis zu einem gewissen Grad ausmalen, wie ich da im ersten Moment da gesessen bin. Irgendwelche produzierende Pharmazeutiker, soweit ich weiß. Ja. Limit erreicht, yay. Jetzt ist das Ding folgendes. Wenn diese Frauen ach so mündig sind, warum brauchen die dann so jemanden? Zweitens, handeln diese Scherzfeinde, nenne ich es jetzt erstmal vorsichtshalber, überhaupt im Sinn der Frauen? Oder ist das eher so... Überreaktion. Das ist natürlich die Frage. Kann ich helfen? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, es ist eine Überreaktion. Weil sie stellen das ja nur zur Verfügung, sie zwingen diese Frauen ja nicht dahin zu fliegen. Das stand auch in allen Verträgen irgendwie drinnen. Die Pilotinnen, Personal, also Flugbegleiterinnen etc. werden dazu gebeten, das Ding zu tragen, wenn sie eben da sind, zu ihrem eigenen Schutz, damit sie eben nicht so auffallen oder irgendwie ja angefallen werden, weil sie halt die Religionsdinger in dem jeweiligen Land eben missachten. Die halt dann auch immer ernst genommen werden. Wenn bei uns jeder das Christentum so ernst nehmen würde, wie es der Islam mit der Religion tut, dann würde sie aber komplett anders aussehen. Und dass wir das überwunden haben, heißt jetzt nicht, dass wir andere dafür kritisieren dürfen. Eben jenes noch, ja, bis zu einem gewissen Grad versäumt zu haben. Das ist einfach eine andere Kultur. Das kannst du im ersten
Jahrtausend, in dem das etwas aufgeklärter wird, nicht verbinden. Das geht einfach nicht. Das geht sich einfach und subtil vorne und hinten nicht aus. Aktiviere den Zünder. Welchen Zünder, verdammt? Ich muss Sie doch nicht auf Ihre Pflichten hinweisen.